Will you state your full name, please? Ernst August Schwebel. Will you repeat this oath after me? I swear by God. Ich schwöre bei Gott. The Almighty and Omniscient. Dem Allmächtigen und Allwissenden. That I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sage. And will withhold and add nothing. Nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. Well, sit down. So mal mir Gott helfen. Herr Zeuge, welche Funktion haben Sie vor Ihrem Dienstantritt in den Niederlanden bekleidet? Ich war Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin am preußischen Oberverwaltungsgericht. Wann sind Sie in die Niederlande gekommen? Am 18. Mai 1940. Ist es richtig, dass Sie ab Juni 40 dann der Beauftragte des Reichskommissars in der Provinz Südholland mit den Städten Haag und Rotterdam waren? Jawohl. Hatten Sie in dieser Eigenschaft als Provinzbeauftragter dauernden Kontakt auch mit den niederländischen Verwaltungen in der Provinz und in den Gemeinden? Jawohl. Ist Ihnen bekannt, wie viele von den Bürgermeistern Ihrer Provinz noch aus der königlichen Zeit im Amte waren? Am Schluss etwa die Hälfte bis zwei Drittel. Hat der Reichskommissar die Beamtenkörper der Provinz- und Gemeindeverwaltung stark ausgewechselt und abgeändert? Nein, sehr wenig. Soll ich über Änderungen sprechen? Ganz kurz. Vielleicht nur die Gründe, warum. Änderungen wurden nur vorgenommen, wenn... Dr. Steinbach, the changes have already been stated by other witnesses, haven't they? And not been cross-examined to. Isn't that right? Didn't Sysinquid state the changes? Yes. And they weren't cross-examined to? Ich gehe zu einer anderen Frage über. Ist es richtig, dass in der zweiten Hälfte des Jahres 1944 der Ausnahmezustand verhängt wurde? Jawohl. Am 4. Und September. Dass in einem Ausmaß von 30 Kilometern die vollziehende Gewalt an die Wehrmacht übergegangen ist. Ja, aber dieser Übergang erfolgte nicht aufgrund der Verordnung über den Ausnahmezustand, sondern aufgrund einer besonderen militärischen Verordnung. Aufgrund der militärischen Entwicklung. Jawohl. Ist es richtig, dass anfangs 1945 Sonderkommandos des Reichsführers SS Himmler begannen, Zeitminen in öffentliche Gebäude ihrer Provinz für den Fall der Räumung zu legen? Von solchen Sonderkommandos von Himmler ist mir nichts bekannt. Ich kenne nur einen Fall, dass ein Oberleutnant dort erschien. Das war aber, glaube ich, schon etwas früher und solche Maßnahmen vornehmen wollte. Ich habe dann sofort mich mit dem Reichskommissar, auch dem Wehrmachtsbefehlshaber, in Verbindung gesetzt, habe festgestellt, dass niemand von denen das wusste
und daraufhin ist auf Antrag des Reichskommissars diesem Oberleutnant sofort befohlen worden, dass er seine Tätigkeit einzustellen habe und auch was er gemacht hatte, schon noch wegräumen sollte und sofort zu verschwinden habe. Sonst ist mir, ähnliche Dinge sind mir sonst nicht bekannt. Ist Ihnen bekannt, dass anlässlich der sogenannten Aktion Wehrfähige ins Reich es in Gouda zu Unzulänglichkeiten gekommen ist? Ja, es waren von der Wehrmacht, die diese Sache damals ausführte, in Verbindung mit einem Beauftragten des Ministers Goebbels in seiner Eigenschaft als Reichskommissar für den totalen Kriegseinsatz, war in Gouda und in zwei anderen Stellen der Provinz Sonderstellen gegründet worden, und der Führer dieser Stelle in Gouda führte diese Sachen unkorrekt aus, ziemlich hart. Darauf habe ich mit dem Herrn Reichskommissar über diese Sache gesprochen. Er hat sich dann sofort mit dem vorgesetzten General persönlich in Verbindung gesetzt und bewirkt, dass dieser Offizier sofort abgelöst wurde. Ist Ihnen über die Größe der Widerstandsbewegung in Ihrer Provinz etwas bekannt? Die Widerstandsbewegung wurde an sich bekämpft durch die Sicherheitspolizei in Verbindung mit der Wehrmacht. Was ich darüber weiß, sind nicht eigene Kenntnisse aus eigener Verwaltungstätigkeit, sondern Kenntnisse, die ich durch diese Verbindung mit den Stellen habe. Danach weiß ich, dass etwa wohl 50, die Widerstandsbewegung an 50.000 herankam, schätzungsweise. Das heißt, also solche, die wohl, wie sie zu erfassen waren, nicht etwa als ob das aktive, ständig eingesetzte oder organisiert zusammengefasste Menschen gewesen wären. Ist Ihnen bekannt, dass der Reichskommissar eine Lebensmittelaktion für 250.000 holländische Kinder eingeleitet hat? Ja, dass er sie eingeleitet hat, ist mir bekannt. Sie waren Augen- und Ohrenzeuge der Versuche Seyss Inquarts, vorzeitig den Krieg zu beenden. Schildern Sie uns ganz kurz die Herstellung dieser Verbindung mit dem Generalstabschef des Herrn General Eisenhower. Anfang April 1945 trat ein Herr van der Vlucht an mich heran. Herr van der Vlucht war Leiter der sogenannten ICO, das heißt der interkirchlichen Organisation zur Unterstützung in Lebensmittel. Sachen. Sie müssen, Herr Zeuge, etwas langsamer und deutlicher sprechen. Ich verstehe Sie nicht, auch in deutscher Sprache nicht. Es trat an mich heran ein Herr van der Vlucht, der war Leiter eines interkirchlichen Hilfswerks zur Versorgung der Bevölkerung mit besonderen Lebensmitteln. Von dieser Seite her kannte ich ihn, und der sagte mir, er handle im Auftrage der Londoner niederländischen Regierung und richte an mich die Frage, ob der Herr Reichskommissar bereit sei, mit ihm zu verhandeln, kurz über drei Fragen. Erstens, stärkere großartige Versorgung der niederländischen Bevölkerung durch die Alliierten. Zweitens, Einstellung der Überflutungen. Drittens, Einstellung der
Bekämpfung der Widerstandsbewegungen. Ich habe mich sofort mit dem Reichskommissar in Verbindung gesetzt, er hat sich auch sofort bereit erklärt und wir haben dann 2 Tage darauf mit dem Herrn van der Vlucht und einem anderen Vertreter. The yellow witness, the yellow light means you're going too fast, you see? So when you see the yellow light, go a little more slowly. Jawohl. You were telling us what Seyss-Inquart did. Ja, Seyss-Inquart hat sich also bereit erklärt, sofort über diese Fragen zu verhandeln. Es hat dann eine Besprechung zwischen dem Herrn van der Vlucht und noch einem anderen Vertreter der Londoner Regierung, das ist ein Jonkheer Six, zwischen diesen beiden Herren und mir zusammen unter Vieren stattgefunden. Da haben wir uns darüber geeinigt, über den einen Punkt sofort definitiv, dass alles Vorgehen gegen die Widerstandsbewegungen eingestellt würde, wohingegen die Widerstandsbewegung sich verpflichte, nun auch keine Sabotageakte mehr vorzunehmen. Zweitens erklärte sich der Herr Reichskommissar bereit, auch die auf eine großzügige Versorgung durch die Alliierten einzugehen und auch die Überflutungen einzustellen, wenn darüber im Einzelnen verhandelt würde. Das Ergebnis dieser Besprechung ist dann herübergebracht worden nach London, indem ich an einer Stelle der Front 2 Niederländer als Parlamentäre herübergesetzt habe. Es kam dann von drüben, nachdem verschiedene Verhandlungen hin und her gegangen waren, die Anfrage, ob der Herr Reichskommissar bereit sei, mit dem Herrn, dem Oberkommandierenden General Eisenhower, über diese Fragen zu verhandeln. Es wurde dann sofort geantwortet, ja. Und daraufhin bin zunächst ich am 28. April über die Front gegangen bei Amersfoort und habe dort kurz verhandelt mit dem General Sir Francis Gengard, das war der Chef des Generalstabs von dem Feldmarschall Montgomery. Und you don't need any more detail about it, do you? Ich bekomme die Übersetzung nicht. Ja, und dabei haben wir also festgelegt in dieser Besprechung mit Sir Francis Gengard, dass 2 Tage darauf eine Besprechung sein sollte zwischen... Herr Zeuge, die Details sind nicht so wichtig, sondern das Wesentliche ist das Resultat dieser Unterredung. Jawohl. Im Interesse der holländischen Bevölkerung. Jawohl. Es kam also diese Unterredung am 30. April zustande zwischen dem Reichskommissar und dem Chef des Generalstabs von General Eisenhower, das war der General Battle Smith. In dieser Besprechung ist der Herr Reichskommissar vollständig auf die Wünsche des Herrn Generals Battle Smith eingegangen. Und zwar sollte eine ganz großzügige Versorgung der niederländischen Bevölkerung stattfinden. Well, that's enough. If he agreed with the demands of General Battle Smith, that's surely all you want. Genügt vollkommen. Dadurch ist, ich frage Sie jetzt, der Krieg praktisch um 2 Monate vorher beendigt worden. So kann man nicht sagen. Es war so, für die holländische Bevölkerung wurde mit diesem Tage allerdings der Krieg praktisch beendet. Denn diese Versorgung, wie sie da stattfinden konnte, durch die Luft, über den Straßenweg, über die Kanäle, über die Flüsse, über die See nach Rotterdam, war so großzügig. Und es mussten, ja, damit diese Transporte alle erfolgen konnten, an diesen Wegen überall Waffenruhen vereinbart werden, sodass tatsächlich eigentlich damit, wenn auch nicht formell,
der allgemeine Waffenstillstand praktisch da war, sodass die Bevölkerung sofort damals in diesen Genuss kam. Herr Präsident, ich habe keine weitere Frage an diesen Zeugen. Keine weitere Frage an den Zeugen. Darf ich hierzu noch ein... I think not. I think if counsel has finished examining you, we don't want any more remarks.